Willkommen zurück, Freunde des Flirtens, hier auf meinem Channel. Heute mit der Frage, ist es besser, mit der Frau direkt zu flirten? Ist es besser, mit der Frau indirekt zu flirten? Die Frage klären wir heute. Also, wenn du dich nicht so auskennst, dann will ich dich kurz aufklären. Direkt flirten, indirekt flirten, was bedeutet das erstmal überhaupt? Direkt flirten bedeutet, dass du deine Intention, nämlich du gefällst mir, ich will dich kennenlernen, ich will mit dir schlafen, was auch immer, sehr direkt, vor allem verbal sehr direkt ausdrückst. Indirekt bedeutet mehr so was Situatives, du kommst eher zufällig ins Gespräch mit der Frau, vielleicht über einen Meinungsgesprächseröffner wie wer lügt mehr, Männer oder Frauen, wenn ihr den vielleicht noch kennt, oder über eine Frage, wo geht's hier zum Starbucks, was auch immer, oder irgendeine andere spontane Sache. Da gibt es halt sehr, sehr viel. Also die eine Sache ist spontan und indirekt ins Gespräch kommen, die andere Sache ist mit krasser Intention und direkt ins Gespräch kommen. Was ist jetzt besser von diesen beiden Sachen? Wenn ich mit meinen Teilnehmern anfange zu arbeiten in meinen 3-Monats-Coachings, dann beginne ich meistens damit, die Männer direkt ansprechen zu lassen. Das ist A, etwas einfacher, weil für diese situativen Sachen brauchst du mehr Kreativität und die meisten Männer sind oft sehr, ja, noch angespannt, sage ich mal, wenn sie mit den Frauen ansprechen beginnen. Deswegen lasse ich sie meist direkt beginnen. Plus, als Mann sollte man lernen oder es theoretisch können, sich direkt auszudrücken. Das ist schon wichtig. Also es ist schon wichtig, seine Sexualität, das Verlangen nach der Frau nehmen zu können und es auch ausdrücken zu können. Und wenn du das nicht kannst, dann fehlt dir eine gewisse Verbindung zu deiner Sexualität, die dir Probleme machen wird auf deinem weiteren Verführungsweg mit Frauen oder Beziehungsweg oder was du dir vorstellst. Deswegen ist die direkte Variante für den Anfang ganz gut, um zu lernen, sich direkt auszudrücken, um mutig zu sein und weil es relativ einfach ist. Ja, du musst dir nicht immer was Neues, Spontanes zur Situation Passendes einfallen lassen, sondern du kannst einfach sagen, hey, du gefällst mir oder hey, das und das gefällt mir an dir. Deswegen ist ein direkter Einstieg für Anfänger meiner Meinung nach sehr geeignet. Wenn du jetzt der komplette Anfänger bist und sich das gar nicht traust, dann kann es auch sinnvoll sein, mit einem sehr indirekten Eröffner anzufangen, wie, hey, sag mal, kannst du mir den Weg zum Starbucks zeigen oder wo geht's hier zum Saturn? Ja, den kannst du dir vorher zurechtlegen, also wirklich, wenn du noch ein Level drunter bist, wenn du gar nicht klarkommst, dann fang mit dem an, leg dir einfach irgendwas Indirektes zurecht, hey, wo geht's hier zum Starbucks, wo geht's hier zum Saturn? Wenn du wirklich merkst, ich schaff's sonst nicht und fang damit erstmal an. Wenn du merkst, okay, direkt, das ist mir zu heftig für den Anfang, das braucht mir zu viele Balls für den Anfang, dann leg dir irgendwas Indirektes zurecht, was du immer wieder benutzt und geh einfach erstmal in die Situation, krieg einfach erstmal ein Gefühl dafür, das kannst du auf jeden Fall machen. So, wenn jetzt das Flirten sich fortschreitet, wenn man besser wird im Flirten, dann sollte man meiner Meinung nach mehr in eine indirektere, situativere Variante des Flirtens reingehen. Wichtig ist, dass man immer noch der Frau kommuniziert, dass man sie will, aber dass man es etwas mehr im Subtext kommuniziert. Also ich kommuniziere es über die Art und Weise, wie ich sie anschaue, über meine Stimmlage, über die Flirtelemente, Push, Pull, Rollenwechsel, die ich benutze, darüber kommuniziere ich eher, du gefällst mir, aber ich kommuniziere es ihr nicht mehr super verbal direkt. Warum nicht? Weil es meistens dafür sorgt, dass irgendwelche Verteidigungsmechanismen bei der Frau aktiviert werden, weil sie halt nicht wie eine Schlampe dastehen will, wenn sie von jemandem sehr direkt angesprochen wird. Das kann dadurch aktiviert werden. Dazu muss man sagen, es gibt auch immer wieder Situationen, in denen man für sich selbst entscheiden muss. Es gibt Situationen, in denen es indirekt richtig ist. Es gibt Situationen, in denen es die direkte Ansprache richtiger. Man muss ein Gefühl dafür kriegen, das ist auch eine gewisse Erfahrungssache. Aber meiner Meinung nach ist es so, man fängt bei dem Direkten an, einfach um erstmal reinzukommen, weil es einfacher ist und um auszudrücken, dass man die Frau will. Und entwickelt sich dann irgendwann zu dem situativeren, entspannteren, indirekteren weiter. Während man aber trotzdem weiterhin der Frau im Subtext klar ausdrückt, hey, du gefällst mir, hey, ich will dich. Und natürlich ist es so, dass am Ende eines indirekten Flirts ich trotzdem zu der Frau sage oder ich trotzdem ein Date mit der Frau ausmache. Das heißt, nur weil du jetzt indirekt flirtest oder situativ flirtest, heißt das nicht, dass du nicht die Sache genauso vorantreiben solltest, wie du es sonst machen würdest. Du musst die Sache natürlich trotzdem hart und konsequent vorantreiben. Also so, dass es auch wirklich was draus wird. Das ist weiterhin deine Aufgabe. Aber wie gesagt, wenn du Anfänger bist, fang gerne mit der direkten Sache an. Wenn dir das zu schwierig ist, dann leg dir einen indirekten Opener zurecht, wie zum Beispiel, wie geht's dir zum Starbucks oder hey, ich brauche mal eine Meinung, wer lügt mehr, Männer oder Frauen? Einfach, um erstmal reinzukommen, wenn es wirklich gar nicht anders geht. Mit der Zeit solltest du dich in das Situativere, Spontanere weiterentwickeln, um einfach den Druck aus der Situation rauszunehmen. Dann kannst du auch länger mit der Frau im Gespräch bleiben. Also wenn du Frauen direkt ansprichst, ist es auch so, dass es sein kann, dass innerhalb von wenigen Minuten das Gespräch bereits endet, weil sie relativ früh
eine Entscheidung treffen muss. Hey, du gefällst mir, jetzt muss ich jetzt eine Entscheidung treffen, ja oder nein. Wenn du das Ganze ein bisschen entspannter, situativer angehen kannst, dann hat die Frau mehr Möglichkeit, dich als Person kennenzulernen und von dir überzeugt zu sein oder zu denken, hey, das ist ein cooler Typ. Ja, zusätzlich ist es so, für Frauen fühlt es sich besser an, wenn sie das Gefühl haben, es ist einfach passiert. So dieses, es ist einfach so passiert. Ich weiß gar nicht, wie das kam, aber es ist einfach so passiert und dann habe ich mit ihm geschlafen oder was auch immer. Fühlt sich besser an, als wenn der Mann sehr direkt darauf pressured. Auch die Männer, von denen du vielleicht denkst, sie wären sehr direkte Flirter, sind im Grunde nicht sehr direkte Flirter. Die flirten zwar sehr direkt mit ihrer Ausstrahlung, das ist wieder Subkontext, aber nicht sehr direkt verbal. Also du wirst sehr erfahrene Flirter selten dabei sehen, dass sie unglaublich krass und intensiv verbal ausdrücken, hey, du gefällst mir, hey, du gefällst mir, das ist heiß an dir, das ist heiß an dir. Das werden die Verbalen nicht so viel machen. Die werden das schon ausdrücken durch ihren Körper, durch ihre Stimme, durch ihre Ausstrahlung. Und das ist genau der Punkt, an den du hinkommen möchtest. Ich hoffe, das ist soweit klar geworden. Wenn du dazu noch Fragen hast, Anmerkungen oder andere Videovorschläge in die Kommentare. Geil, dass du hier warst. Wir sehen uns übermorgen wieder auf dem Channel. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ciao.